Reifen ist auf schnellem Wege zu benutzen. Der ist immer noch in der Raffinerie. Kann man den Sandsack kaputt machen? Super Shotgun und gib ihm einen Schuss in die Fresse. Kann man den Sandsack auch kaputt machen? Ja klar kannst du die kaputt machen. Ist ja voll scheiße. So. Krieg ich mir das Geld eigentlich wieder halten, über die Klasse auf. Ja, aber nur die Hälfte. Ich sehe nicht, wenn er schießt. Was ist das für ein Mist? Ich dachte, die enttarnen sich, wenn sie schießen. So, Sandsäcke. Der Kerl ist immer noch in der Raffinerie. Naja, dann soll er da verschimmeln. Ich baue jetzt Sandsäcke. Aber jetzt wechselt einfach die Waffen. Geht mir auf die Nerven, der Kerl. Ah, jetzt soll sich jemand anders drum kümmern. So, dann brauche ich Stufen. Ah, hau ab! Oh, das gibt's doch nicht. Dieser scheiß Stealth-Typ da bei uns. Och, nicht schon wieder. Wenn ich sowas mach, sind immer gleich 5 Leute, die mich alle auf mich schießen, aber die nein. Haha, jetzt bist du. Ah, ich sperr dich jetzt in Stufen ein. Das hat sogar geklappt, wie geil! Komm mal! Ich hab Stufen in dem Stealth-Typen gebaut, innen drin. Jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Auch nicht schlecht. Wie geil! Ah, oh, das war geil. Oh Mann, du bist gemein. Ach, man kann nur bestimmte Anzahl von Stacheldraht bauen. Ja, aber Sandsäcke kannst du unendlich bauen. Achso, dann wechsle ich gleich mal wieder auf Sandbag. So. Mauer, kann man nicht mal Barracks. Mal hier so eine Mauer. Barracks sind noch so ungeschützt hier. Ich mache jetzt mal das Master Control Terminal, der Research-Ding da ein. Ja, das würde ich nicht einbauen, weil das muss man ja reparieren können. Stimmt. Ne? Ja gut, dann mache ich das einfach so, so wegen einem längeren Weg, würde ich mal sagen. Ich höre C4. Nicht bei mir. Im Research Center ist C4. Was? Da hat einer C4 reingehauen, 2 Stück. Oh, die explodieren. Echt? Nein, nur einer. Ach halt, Moment, ich bin ja in der Mech-Factory. Nein, in der War-Factory, ups. Verwechselt. Gott, reparier doch schneller, du blödes Ding. Brauch eine erweiterte PR-Gun, das dauert ja sonst ewig. Oh, ist das hier zugebaut. Was? Ach, da kann man. Das ist ja geil. Was? Gefällt dir? Ja, da versucht man jetzt ein Beacon zu setzen. Weil wie kriege ich die nicht repariert hier? Was? Ist die nicht schon ganz? Ne, funktioniert. Ah, da ist einer! Oh. Der ist getarnt. Komm. Geil, toll. Kann man nicht richtige Waffen kaufen? Brauch Maschinengewehr. Toll. Ah! Oh. Jetzt schießt er mich hier ab hier. Los, gib her, gib mein Maschinengewehr. Ja. Ah. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus, jetzt mich hier eingebaut. Ach, Turrets gibt's auch ein Limit.
Also zum Terminal komme ich jetzt gar nicht mehr hin, du hast mich jetzt eingebaut gehabt. Ernsthaft? Ja. Naja, da bleibt halt das restliche Spiel über das stehen. Warte mal, ich komm mal rüber, ich will mir das mal anschauen. Ja, nur wir sollten irgendwie die War Factory repariert kriegen. Ah, jetzt ist Freiheit hier wieder. Warum ist jetzt wieder frei? Was hast du gemacht? Hat der Gegner kaputt geschossen wohl. Uch. Das ist ja voll scheiße. Wofür baue ich den Mist überhaupt? Jetzt kann ich aber wenigstens die Fabrik wieder reparieren. Ach, das wird völlig überbewertet reparieren. Ich mauere einfach alles zu. Ja. Das ist wie, keine Ahnung. Völlig unnötig auf jeden Fall. Hab mir gedacht, ich baue da einen schönen Gang, dass man da nicht mehr so einfach reinkommt. Aber das sollte wohl nicht sein. Gott, haben da die Leute komische Namen. Das ist ja... So kriegt man keine Erfahrungspunkte, wenn man was baut. Das ist doch voll unfair. So, bauen wir da noch ein Stück Mauer, Sandsack. Bauen wir noch irgendwas, das wegen Abwechslung hat hier, dass man dann einfach reinlaufen kann. Wenn du reparierst, kriegst du aber Erfahrungspunkte. Kann ich das Utility-Guy? Ja, cool. Aber du hast eine langsame Repair-Gun, da kann man noch eine schnellere kaufen. Und da ist schon wieder so ein Affe in unserer War Factory drin. Ja, schon wieder. Jo. Woran erkenne ich, ob das Ding kaputt ist? Achso, links in den Anzeigen. Genau. Jetzt machen wir gerade so super groß hin. Jetzt komme ich nochmal raus. Ach, ich hab's. Moment. Warum komme ich da nicht? Scheiße. Zu weit vorne gesetzt. Der Sandsack brennt. Denn der da? Ich muss irgendwann in die Luft springen. Oh oh. Das war das nicht geplant. Das ist meine Handgun. Das ist nicht meine Handgun. Das ist eine Railgun. Cool. Scheiße, jetzt habe ich natürlich Repair Gun in der Hand. Damit will ich den Gegner töten. Ja. Terrorist? Ja, zu teuer. Noch da? Ja, klar bin ich noch da. Bist zu leise und so. Redest zu wenig. Bist du unkommunikativ? Oh. Oh oh. Scheiße. Was? Unser Research Center ist tot. Oh. Lebt doch noch. Ja, nicht mehr lange. Ach, wir haben alles Wichtige erforscht. Was willst du denn mehr? Ja, ohne Research Center kein Plasma kennen. Ach so, das braucht man trotzdem, auch wenn man es erforscht hat. Das ist ja voll scheiße.
Oh oh. Für eine Waffe, gib mir eine Frag-Granate, nehme ich. Kann man einen wieder die Pergan töten? Nee, damit heilst du den. Was, ich heil wieder die Pergan? Ja klar, dafür ist doch. Das ist ja eine Repair-Gun und keine Schaden machende Waffe. Ich hab gedacht, ich repariere zu Tode. Ah, du! Ah, wieso muss der jetzt mal wieder kommen, dieser Arsch? Mann! Sauerei! Was ist mit unserer War Factory denn schon wieder passiert? Ah, ist doch kacke. Okay, jetzt haben wir Verschiss. Ach, scheiße. Oh, nee. Braucht man nicht. Oh, was? Hier ist schon wieder was gelegt worden. Wir sind die Millionenkanone, ne? Ja, eine Nuklearbombe. Wieso hat mein Grenader keine Waffe an sich? Scheiße, wo ist denn das blöde Mistding? Da steht der Wichser. Scheiß Tarnsystem da. Wieso platziert er das da? Wie unlogisch ist das denn? Keine Ahnung. Wieso hat mein Granatwerfer-Typ hier keinerlei Waffengrafiken? Ja, mein Granatwerfer-Typ, da habe ich gekauft, aber der hat keinerlei Grafikansicht. Also ich sehe meine Waffen nicht. Hä? Eigentlich müsstest du sie sehen. Und eben ist einer an mir vorbeigelaufen, der mich scheinbar auch nicht sieht. Vielleicht hast du ja einen Bug erwischt oder sowas. Yeah, ich bin jetzt den Rest der Karte getarnt oder so, das wäre cool. Boah, dieses blöde Utility Guy Menü muss ich erst echt erstmal checken. Oh, da ist überall Stacheldraht drin. Bomben. Wo ist mein Selfie? So. Kaufe ich mir jetzt. Ich kann mir nichts mehr kaufen, weil alles Schrott ist bei uns. Ich bin halt echt getarnt. Ich nehme eine Gauss. Gauss, da macht man nie was verkehrt. Och, das war nur unser Obelisk. Vielleicht sieh ich. Jetzt habe ich wieder Hände. Ich habe wieder Hände, hey! Oh, hier läuft irgendeiner rum die ganze Zeit. Ach, nicht nur einer. Ja, aber den einen sehe ich besonders immer. Vote to surrender. Oh, Teamboost, cool. Was ist TE-21 Kaliber? Jo, das ist die Tiberium-Reifel halt. Gibt's hier nicht so nochmal? Hä? Wo bist du jetzt wieder hingelaufen? Blöder Stealth-Typ, du. Toll, da ist ein Button, der nichts bringt. Ganz toll. Ah, da war früher mal was. Was ist das, was ich suche? Mastreifer? Oh, kannst so. Du gegen mich einsetzen. Das war ja. Nee. Dann gibt's zweimal? Interessant. Und bevor jetzt hier. Engineer. Kann man Gebäude mit einnehmen? Oh. Kannst nichts einnehmen hier. Mensch. Ach, unsere War Factory ist ja kaputt, ne? Ups. Ja, leider. Da wird auch noch mehr kaputt gehen, weil wir mich jetzt verschissen haben. Hm. Naja, kann ich wenigstens die Waffen unbedingt durchprobieren. Warte, warte mal. Mein Gott, verpiss dich mit deinem scheiß Messer. Das knallt, ist bitter. Das ist echt bitter.
Was ist der 11 Truppe? Achso, hast du auch Selbstheilung, ne? Ja, ich weiß. Kann man diese Ionenkanonen auch irgendwo in der Pampa stationieren? Überall platzieren, aber ob das Sinn macht? Die andere Frage. Ich pack mich auf irgendein Gebäude auf, wo niemand hinkommt und leg dann da mal Ionenkanone. Oh, dieser Tür ist schon wieder C4. Überall liegt hier scheiß Stacheldraht, ne? Juggernaut in Field. Der scheiß Obelisk nervt mich gerade mal voll. Ach, wo hake ich denn? Ach, an der Lampe hake ich hier fest. Na toll. Ey, irgendwie sollten wir mal reparieren hier. Macht irgendwie keine Sau. Reparieren. Völlig überschätzt. Toll, jetzt taucht er auf. Oh, geil. Ein Raketenwerfer taucht direkt vor mir auf. Und... Nein, der läuft jetzt nicht einfach raus, oder? Geil. Was denn? Ich weiß nicht, ich hab das Ionending gelegt, hab auf Waffe gewechselt, ist einer vor mir stehen, hab den Raketenwerfer getötet, hab meine Waffe genommen und ist einfach fortgelaufen. Ja. Aber ich glaube, das Ding hat einen Nachtrag. Ja. Wir haben eh verkackt. Was nehme ich denn? Ach, nehmen wir mal Raketenwerfer. Oh, Stealth Trooper ist das geilste. Der ist auch schön schnell. Ah, scheiße, wir haben's doch gefunden. Was ist scheiße? Yeah, ich bin impressive, ganz oft. Bringt mir das irgendwas, wenn ich 13 mal impressive bin? Wirklich. Ghost Gunner. Was geht denn hier ab? Oh, unsere Raffinerie wird mächtig beschossen hier. Yeah, ich bin impressive, baby. Boah, was ist denn das für Reichweite hier? Ey, das habe ich mühselig aufgebaut. Das hat eine riesen Atomexplosion. Wenn das so weitergeht, bin ich bald auf dem Kommando-Rank. Kommando, hat er denn nicht ewig viel Waffen? Ja, Kommando Classic, der hat viele Waffen. Aber ich meine jetzt Rank. Achso. Kommando, hast du auch eine Repair Gun mit dabei? Ich wäre mal froh über Zoom oder sowas. Oh, ich Zoom kann und so. Schön, wir vorbeischießen. You fail it! Zoom kannst du mit einem Trick, also mit FOV Befehl. Das hatte ich noch nicht. FOV Befehl musst du dir bei einer Ini machen dann. Yeah! Ich repariere mir bestimmt schon 5 Minuten die Raffinerie. Bringt doch eh nichts. Die Minigun, ich hab die Minigun. Weißt du jetzt mal schießen? Die Minigun Altfeuer benutzen gegen Mechs und Normalfeuer gegen Infanterie. Nein, ich hatte dieses scheiß Air-Ding da. Wie heißt das Ding? Jump Jet Infanterie hatte ich. Ach so, ja. Nicht so das Gelbe vom Ei. So, Leutnant bin ich schon. Naja, für Kommando fehlt es noch ein ganz schönes Stück. Mach dem doch endlich mal ein Ende, Gegner, ist. Lassen wir uns hier auch noch leiden hier. Die machen wir noch platt. So.